Hallo bei Zeichnen für Anfänger. So, wenn ihr zeichnen möchtet, müsst ihr erstmal lernen, eine gute Linie hinzubekommen. Dafür ist es ganz wichtig, nicht aus dem Handgelenk, sondern aus dem Ellbogen zu zeichnen, damit man einen größeren Winkel hat. Das heißt, hier bleibt es relativ steif und wir versuchen einfach mit der Hand über das Papier zu gleiten. Das heißt, wir haben einen Stift und können so ganz einfache gerade Linien zeichnen. Und das machen wir jetzt erstmal als kleine Aufwärmübung. Das kann man immer gut als Aufwärmübung machen. Und dann auch mal in einem anderen Winkel, vielleicht auch mal spitz zueinander zulaufend, mal ein bisschen mit Druck üben, das heißt vielleicht mal ein paar Linien fester machen, dann ein bisschen sanfter, dann mal ein paar waagerechte Linien. So, das kann man zu Anfang wirklich eine Viertelstunde machen, damit man schön aufgewärmt ist. Und dann geht es weiter mit der zweiten Übung. So, und die zweite Übung. Nehmt ruhig nicht das beste Papier, das ist jetzt sehr gutes Papier, aber ihr könnt ruhig Schmierpapier nehmen. So, für die zweite Übung gehen wir wieder aus dem Handgelenk, aus dem Ellbogen, bleiben hier relativ steif und versuchen mal ein paar Kreise. Die eiern vielleicht mal ein bisschen, das ist nicht schlimm. Ihr merkt aber, umso öfter ihr das macht, kommen da schon ein paar Kreise ganz gut raus. Ein paar größere, ein paar kleinere. So, und dann auch mal mit dem Druck variieren. Das ist ganz wichtig nachher für unsere anderen Übungen noch. So, jetzt habe ich ein paar Kreise gemacht. Dann können wir auch noch Übungen machen, wo wir versuchen, ein paar Ellipsen, zum Beispiel so, oder so, sowas kann ruhig aus dem Handgelenk passieren, so kleinere Ellipsen. So, auch das ruhig eine Viertelstunde, damit man da ganz sicher ist. Dann geht es weiter, wir gehen zu unserer ersten richtigen Übung über und jetzt zeichnen wir, achso, vorneweg nochmal. Was immer gut ist, ist ein B-Bleistift. Hier dieser Buchstabe hinten zeigt immer, wie weich der Bleistift ist. Und da würde ich immer empfehlen B. 2B ist sehr gut, gerade für so Anfangszeichnungen. Wenn ihr nachher in tiefere Schattierungen gehen möchtet, dann würde ich empfehlen 3B, 4B, 5B. Aber jetzt für diese grundsätzlichen Übungen ist ein 2B oder ein B-Bleistift optimal. So, wir fangen an und versuchen erstmal, so ihr seht, ich mache auch Suchlinien, das heißt, es muss nicht auf Anhieb direkt sitzen, so, sondern es kann ruhig ein bisschen gesucht werden. Wichtig ist keine haarigen Linien. Haarige Linien heißt für mich so ein, ich kann das gar nicht mehr richtig, so ein Krackel. Das machen ganz viele, das bitte nicht. So, wenn ich jetzt so eine Kiste mache, wir machen die erstmal ohne Perspektive, gehe ich quasi von dem Quadrat, was ich vorne zeichne, gehe ich gerade nach hinten und mache drei Parallelen und die schließe ich hier hinten auch parallel zu hier vorne, schließe ich die ab, das hier auch parallel hinten abgeschlossen. Und davon kann ich jetzt mal so einen Haufen machen und es muss nicht alles in eine Richtung sein, sondern wir können auch mal nach hinten gehen, dann sagen wir auch, vielleicht ist das hier vorbei, das kann auch hier länger gezogen werden. So, dann machen wir mal hier noch eine Kiste hin. Die kann auch versetzt sein, das heißt, das Quadrat muss nicht frontal sein, sondern ein wenig versetzt. Dann geht die hier rum. Das würde hier gar nicht passen, ist aber jetzt erstmal egal. Es geht nur darum, dass wir erstmal üben, hier diese parallelen Linien zu zeichnen. Ja, so. Dann setze ich hier noch einen hin. Zap, zap. So, und das können wir ruhig einen ganzen Haufen machen. So, hier überschneiden die sich. Ach, gar nicht schlimm. So,
haben wir das. Und jetzt möchte ich euch noch einen Clou zeigen. Und zwar, wenn ich jetzt ein frisches Blatt oder am besten die Rückseite, die Übungen, die am Anfang sind, sind irgendwas Skizzen. So, wenn ich jetzt eine Kiste zum Beispiel zeichnen möchte und die hat einen Deckel und der ist offen, zeichne ich erstmal hier wieder mein Grundgerüst. So. Das muss dann aber schon sitzen. Das heißt, wir machen erstmal das hier ganz ordentlich und ausgiebig. Das kann ruhig 20 Minuten dauern. Da könnt ihr euch wirklich Mühe geben. Das kann ruhig ein Haufen von ganz vielen Kisten sein. Manche kleiner, manche größer und so weiter. So, wenn ich jetzt eine Kiste haben möchte, die quasi Deckel hat. So, wir machen es erstmal. So wäre es ja zu. Und ich gehe davon aus, dass der Deckel von hier bis hier geht. Ja? Dann nehme ich den Punkt, wo quasi das Scharnier wäre, als Mitte meines Durchmessers und gehe einmal bis hier rüber. Das heißt, ich mache einen Kreis, der, das sitzt beim ersten Mal nicht so richtig, der einmal hier rumgeht. Ja, das heißt, einmal von der Mitte bis hier zu dem Punkt, wo der Deckel schließt. So, und jetzt kann ich, egal auf welchem Punkt in diesem Kreis, kann ich diese Linie hier setzen und weiß, okay, bis dahin geht der Deckel auf. Und dann gehe ich einfach nur parallel, einmal hier rum, parallel dazu und habe einen guten Deckel. Wenn der Deckel allerdings bis hier hinzugeht, über einer Truhe zum Beispiel, dann ist das hier mein Radius und das ist die Mitte von meinem Kreis. Also, ja, das wird ein bisschen schwieriger, das hinzukriegen. So, jetzt mache ich auch ein bisschen haarige Linien. So, so ungefähr. Und jetzt kann ich den Deckel zum Beispiel bis hierhin machen. Ja, also egal auf welchem Punkt, das kann auch hier sein. Ich mache es jetzt mal auch hier, damit die vielen Linien euch nicht verwirren. Ich mache noch so ein bisschen Volumen rein. So. Und jetzt gehe ich wieder parallel dazu, gehe ich wieder hier rüber, parallel dazu. Das haben wir ja hier schon. Und kann mir hier so einen Deckel dran setzen. Okay? So. Und das ist erstmal unsere erste Lektion. Wenn ihr damit noch nicht ganz sicher seid, wiederholt das ruhig ein paar Mal, bis das wirklich sitzt. Auch mal aus verschiedenen Winkeln. Und gut. Vielen Dank.